Wow. Wow. Okay. Okay. Wow. Okay, ich hatte es eigentlich. Schön. Professor, Professor? McBride und Devlin, Halliwell ist im Inkubationsraum. Sie Bastard. Behalt sie dort. Wir haben Pendrell hier. Ich bin auf dem Weg. Warum musstet ihr hierher kommen? Oh. Das frage ich mich auch. Sie haben uns die ganze Zeit ausgelacht, habe ich recht? Nein, so einfach ist es nicht. Doch, genau so einfach ist es. Sie arbeiten für Aquila. Verdammt nochmal, hätte ich doch Harper nur alles erzählt. Nutzen Sie die Gelegenheit und erzählen Sie mir alles. Warum tun Sie all das? Devlin wird bald hier sein. Haben die gelben Sektenfutzis Sie einer Hirnwäsche unterzogen? Nein, ich dachte, ich könnte Harper und dich schützen, indem ich ohne Gegenwehr hierher komme. Aber dann habe ich Sie wieder gesehen, Sylvia Thurlow. Sie ist die Erleuchtete. Senatorin Sylvia Thurlow? Miss Globale Gesundheitsinitiative? Das ist unglaublich. Ich meine, das ist verrückt. Ich weiß, ich weiß. Sie haben Harper betrogen. Er hat Ihnen vertraut. Harper hat stets zu mir aufgesehen, als wäre ich ein Held oder sowas. Ich schätze, ich wollte diesen Anschein einfach nur weiter aufrechterhalten. Ich habe das so nicht geplant. Ich bin nur... Ich werde mich niemals gegen sie stellen können. Wenn ich einen Impfstoff für sie finde, wird es zumindest einen Impfstoff geben. Sie sind erbärmlich. Harper braucht... Du hast sie in die Ecke gedrängt, Rupert. Gute Arbeit. Ist der Junge bei Sylvia? Ja, sie bereiten ihn für die Operation vor. Kommen Sie her, Miss Halliwell. Fast. Fast. Professor, Hilfe! Das wird dir nicht helfen, Schätzchen. Kluge Leute wie Rupert schlagen sich grundsätzlich auf die Gewinnerseite. Professor! Du verschwendest deine Zeit. Professor! Stopp! Tu ihr nichts an! Tut mir leid, Rup. Das habe ich nicht gehört. Devlin. Ich glaube nicht, dass wir einander schon richtig vorgestellt wurden. Ich habe dich erkannt, weil Harper mir deine Augenbrauen beschrieben hat. Dafür, dass du keine geladene Schusswaffe in der Hand hältst, bist du ganz witzig. Wie kannst du so sicher sein, dass ich keine Waffe habe? Erfahrung. Ich verlange, Senatorin Thurlow zu sehen. Nein. Das war doof. Das war richtig doof von mir. Professor, immer wieder. Fast. Devlin. Kein Schritt näher. Ich zerstöre. Oh ja? Indem ich die Temperatur da drin bis an den Siedepunkt bringe. Kann sie das, Rup? Wenn sie Zugang zum... Grundgütiger. Verdammt. Ich kann den Druck noch nicht ablassen. Mano! Sperren Sie ihn ein, Professor! Das Panel! Jetzt!
Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob sie... Du musst hier raus! Nein, Devlin hat gesagt, Harper wäre bei ihr. Bringen Sie mich zu ihnen. Es ist zu gefährlich. Ich kann nicht glauben, dass Sie Harper einen Feigling genannt haben. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das weiß ich nicht. Aber ich muss dieser Geschichte bis zu ihrem Ende folgen. Professor, Alter, du machst mich fertig, du blöde... Aus der Reaktion kriege ich ja gerade nichts mehr aus meinem Kopf raus. Ich habe genug gehört. Ja, ich auch. Ich habe, was ich brauche. Rupert, betäubt den Jungen und erschießt diese penetrante Kanalratte. Nein! Alles in Ordnung, Harper. Mir geht es gut. Nein! Bleiben Sie weg von mir! Du hast recht. Wir können ihm nicht trauen. Er hätte mich beinahe Devlin überlassen. Er hatte nur nicht den Mut, das Ganze durchzuziehen. Harper, ich bin... Aber ich hab's geschafft. Ich hab die Temperatur der gelagerten Viren erhöht. Aber du hast sie... entkommen lassen! Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Therme, die Klimatisierung ist ausgefallen. Es kann sein, dass die Bausubstanz einen so starken Temperaturwechsel nicht... Was geht hier vor sich? Wir müssen hier sofort raus! Du voll... Oh nein. Oh Gott, epische Entkomme der Krankenbare. Komm schon, wir müssen weiter. Komm schon, wir müssen weiter. Komm schon, wir müssen... Komm schon, wir müssen... Okay, ich darf nicht. Ich wollte gerne, aber ich darf nicht. Oh Gott, was passiert hier jetzt? Was mache ich? Wie mache ich? Was? Ich verstehe nicht. Also, warte mal, die letzten Viren sind quasi am Arsch. Aber Thurlow wird uns hier nicht so einfach rauskommen lassen, das weiß ich jetzt schon. Die wird auch nach den Viren sehen und jetzt uns direkt in die ist doch da drin, das sag ich, das weiß ich doch jetzt schon. Nein? Okay. Mit der Liege kommen wir hier nicht weiter. Kannst du laufen, Harper? Niemand verlässt dich. Ich wusste es. Oh shit. Hallo, hallo. Du! Lass die Waffe fallen, Devlin! Es ist vorbei! Ja, ja. Ich muss nur noch etwas aufräumen. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du! Aha. Du warst also beim letzten Familientreffen. Fahr zur Hölle! Nein! Nein! Professor! Professor, alles in Ordnung? Nicht ganz. Keine Sorge, Professor. Wir kriegen Sie hier irgendwie raus. Was für ein fürchterliches Fiasko. Es tut mir so leid. Professor, ich muss Ihnen was sagen. Ich vergebe Ihnen. Also, ich bin richtig wütend auf Sie. Sie haben sich wirklich dumm verhalten, aber ich will Ihnen vergeben. Harper, bist du das? Ja, Professor, ich bin's. Guter Junge, du musst deine Mutter mal zum Abendessen mitbringen. Oh nein. Das mache ich, Professor. Oh nein, das ist mies. Professor? Puh. Oh. Wir haben's geschafft. Alles wird wieder gut. Halliwell, du hattest recht. Das war eine ziemlich dumme Idee. Ja. Aber wir haben das Richtige gemacht, glaube ich. Komm, Harper, wir gehen nach Hause.
Wie kommen wir hier runter? War das das Ende? Das war das Ende. Erleichtert und froh kann ich Ihnen mitteilen, dass wir einen Durchbruch bei der Behandlung des Yelltown-Virus zu vermelden haben. Nach einer Reihe erfolgreicher Untersuchungen kann ein Impfstoff in den betroffenen Gebieten zur Verfügung gestellt werden. Unsere Ärzte werden unzählige Leben retten und die Verbreitung der Krankheit rechtzeitig aufhalten können. Der Impfstoff ist ein Ergebnis der unermüdlichen Arbeit des AHC und unseres medizinischen Fachpersonals. Aber wir müssen das Geschehene ebenso als Warnung interpretieren. Wir müssen die globale Gesundheitsinitiative umsetzen, um Gesundheitsrisiken wie diesem vorzubeugen. Wir müssen handeln. Das schulden wir den Menschen, die ihr Leben in dieser Tragödie lassen mussten. So Senatorin Thurlow auf einer Pressekonferenz in dieser Woche. Auf einer heimlichen Aufnahme, die uns zugespielt wurde, schlägt die Senatorin allerdings einen anderen Ton an. Eine Welt ohne Krankheiten ist möglich, aber ich kann sie nicht zulassen. Von der Grand-Coulee-Talsperre bis zur Wasserstoffbombe haben wir die Wissenschaft für uns arbeiten lassen. Warum nicht auch Krankheiten? Was ist mit den unschuldigen Menschen, die dabei sterben? In Yelltown? In Greystone? Alles nur Bühnendeko. Die andere Stimme, die auf der Aufnahme zu hören war, war Jane Halliwell, eine Reporterin der Port Nicola Times, die die Aufnahme heute auf dem Blog der Times veröffentlichte. Halliwells Beitrag enthält eine Reihe brisanter Anschuldigungen. Wo ist sie, Duke? Wo ist sie? Nun, Senatorin Thurlow hat bis dato kein Statement veröffentlicht. Seit dem Auftauchen der Aufnahme ist sie nicht mehr öffentlich gesehen worden. Eine Sprecherin des Gesundheitsausschusses des Repräsentantenhauses verurteilte den... Oh Mann, Duke! Was für eine irre Geschichte! Das ist doch der Wahnsinn! Na, wie fühlt es sich an, ein Nationalheld zu sein? Naja, du bist die Nationalheldin. Ich bin bloß irgendein Ersterkrankter, von dem niemand jemals etwas gehört hat. Na dann, wie fühlt es sich an, im Apartment einer Nationalheldin zu sein? Ziemlich aufregend. Ja, stimmt, was? Ich kann kaum glauben, dass wir es geschafft haben. Oh. Ja, stimmt, was? Eine brillante Größenwahnsinnige, aufgehalten von einem mutigen, aber bildungstechnisch benachteiligten Hobbybastler. Gruselig, oder? Was machst du da mit deinem Gesicht? Ich dachte, wir hätten eine Art Kussmoment. Nein, es war eine andere Art von Moment. Okay, ja, klar. Gut. Yes. Danke. 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 Oh, was für ein Glück. Ich dachte, meine küssen die sich jetzt noch. Das war's. Och nö. Och nö. Och nö. Unforeseen Incidents, meine Damen, Herren und andere Herrschaften, Personen da draußen. Das sind die ruhigsten Credits, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Wow. Wirklich gut, absolut. Das nochmal die Stimmen, ach, im Deutschen und im Englischen. Die deutsche Vertonung, das ist ja auch ein deutsches Spiel quasi, nicht? Wundervoll. Wundervoll. Ach, der Rohrbeck. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, dabei sein, kommentieren und so weiter. Und vor allem das Erste, was ich jetzt eigentlich als Erstes hätte sagen sollen, kauft euch den Kram. Das Spiel meine ich. Kauft euch das Spiel, bitte. Also ich möchte hier wirklich dazu anhalten, dass mal die Entwickler unterstützt werden, finanziell. Denn das ist ja wohl mal sowas von verdient. Mensch, Sascha Krüger, du hast dich ja kaum zurückhalten können, was die Stimme angeht, hä? nee, also wirklich. Also, ne, kauft euch, also das Spiel wirklich kaufen, wäre sehr gut. Nur zu empfehlen. Sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn die Geschichte bekannt ist, aber man kann ja darauf hoffen, dass da noch mehr kommt. Und das wäre auf jeden Fall etwas, das mich freut.
Also einfach aus Prinzip, ne? Sich holen. Okay, ansonsten, unglaublich viel Spaß gemacht. Ich mochte den Zeichenstil, ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere. Unglaublich schöne Sprüche, unglaublich schöne Unterhaltung mit den Leuten. Ich sage jetzt mal ein etwas moderneres Spiel, das auch, auch meine Ansichten ganz gut durchgesetzt hat. Wenn ich so über den Campus laufe, dann denke ich mir das auch ganz gerne mal, was da so gesagt wurde. So in die Richtung zumindest. Nervous Curtis, Christina Brandenberg, das ist nämlich die, die auch Trisha gesprochen hat. Deswegen war ich so verwundert. Dachte ich schon, Trisha wäre da drin gewesen. Coole Sache. Coole Sache. Ach man, ich weiß nicht, ich kann sowas nicht. Ich kann keine Endreden halten. Ist mir einfach nicht möglich. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich genau dieses Spiel genommen habe. Ich sag jetzt mal, um wieder einzusteigen in das Videomachzeug-Business. hat mich auf jeden Fall sehr gut rausgeholt aus meiner Trägheit. Mal sehen, was ich anschließen werde. Bin noch unentschlossen. Ich habe zwei Spiele, die mir letztens geschenkt wurden, die ich gerne spielen wollte auf jeden Fall. Mal gucken, wie wir es in der Reihenfolge machen. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Nach Dortmund? Düsseldorf? Bielefeld? Warte, ich guck nach, woher kommt das Studio? Wenn mein Handy mitmachen würde. Nope, mein Handy macht nicht mit. Backwoods Entertainment. Ah, oh, das ist ein schönes Lied. Backwoods Entertainment, Indie Game Studio from Germany. Aber wo from Germany? Ja, wo? NRW. Ja, da sind ja zum Glück so wenige Städte drin, da kann man. Das kann man schön eingrenzen. Na komm, Contact. Komm schon, irgendwas, ich will. Da, deine. Impressum, da haben wir's. Komm schon, Bochum. Weder Dortmund noch Bielefeld, sondern Bochum. Namenstechnisch quasi dazwischen gelegen, ne? So halb, also eigentlich nur das B am Anfang und das O danach und der Rest unterscheidet sich stark. Ah, schön. Okay, ich würde mal sagen, ich überlasse euch die Ruhe, den Frieden dieses wunderschönen, ruhigen Liedes und wir sehen uns dann gleich bald wieder in irgendeinem neuen Spielprojekt-Ding. Mal schauen, was es wird. Ich bin gespannt und sage erst einmal, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüdelü.